Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Alundra 1. Wir befinden uns gerade in Kleins Albtraum und wir brauchen noch einen weiteren Schlüssel. Nein, noch zwei weitere Schlüssel, um hier voranzukommen. Gut, dass ich den in der Truhe schon geholt habe. Dann müssen wir da nicht nachher nochmal zurück backtracken. Zurück backtracken ist auch gut. Hier ist eine Tür, durch die man nicht kann. Das heißt, hier bin ich schon mal falsch. Das ist ja hervorragend. Also muss ich jetzt nochmal ganz zurück. Wobei, das geht ja recht schnell, weil wir müssen einfach nur durch die Löcher durchfallen und dann ist gut. Sage ich und bleib dreimal an den Löchern hängen. Oder an den Türen zumindest hängen. Was? Türen sind auch Löcher, also ihr wisst schon, was ich meine. So, hier ist ein bisschen was zum Prügeln. Ich will aber nichts prügeln, ich will eigentlich... Das gesamte Gegenteil, ich will mich eigentlich heilen. Vielleicht bringe ich euch mal um, vielleicht droppt ihr was zum Heilen. Nee, ausnahmsweise möchte ich kein Geld, ich bräuchte Heilung. Mir geht's nicht ganz so gut. Oh mein Gott, wenn ich jetzt noch mehr Schaden kriege, dann... Holala, heul ich! Oh mein Gott. Okay. Dann muss ich halt draußen gucken. Draußen waren noch ein paar Büsche, vielleicht kann ich mich da nochmal ein wenig regenerieren. Oh nein, jetzt fahre ich hier falsch. Ich glaube es nicht. Nimm das hier und dann nimmst du das hier und... Später müssen wir dann hier wieder rauffinden und... Oioioioioi. Das wird, glaube ich, ein längerer Traum. Da sind die Büsche, da ist natürlich wieder nichts drin. Hier ist irgendein Stein. Da ist wahrscheinlich auch nichts drin. Oh, da ist auf jeden Fall weg. Achso, das sind Büsche. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn an der Kugel vorbeikommen? Aber ja, natürlich, indem ich durch die Büsche gehe. Tötest du den? Danke. Da ist eine riesige Tür oder Fenster. Ich kann es nicht genau erkennen, da rechts. Aber da kommen wir auf jeden Fall nicht rein, weil die ist zu. Die Fenster ist zu. Oh, was zum Heilen. Gott. Sei Dank. Hätte ich auch mal meine Zauber benutzen können, wobei hat sich eigentlich nicht angeboten. Wir nutzen die Zeit und speichern mal fix. Die Memory Card wird überprüft. Das ist hervorragend. Wir nehmen mal die Wüste der Verzweiflung. Ja, komm, speichern. Danke. So, weiter geht's. So, was mir übrigens aufgefallen ist, die Musik hier, die ist ja sehr, sehr ruhig und überhaupt nicht irgendwie aufreibend oder beunruhigend, sondern die ist ja sehr entspannt, sehr ruhig und ganz anders als die von den anderen Leuten, die geträumt haben. Ich denke mal, das liegt daran, dass die anderen tatsächlich einen Albtraum hatten, den sie nicht haben wollten und Klein entweder schon von Grund auf böse ist oder von Grund aus Soziopath, so Psychopath, wie auch immer. Autsch. Und seinen Traum jetzt hier eigentlich sehr genießt. Ich glaube, der mag das. Ich glaube, der findet es gar nicht so schlecht hier. Deswegen die beruhigende Musik. Was ist mit dem Stein hier? Um die Küche. Ich meine, ich kann da drauf springen, aber. Da sind irgendwelche Eissteine, Statuen, Digga. Ach, guck mal. Das ist Sarah. Sarah! Mein Schnuckel! Okay, mit Sarah kann ich jetzt nichts anfangen. Einmal. Wieso rollt der Stein denn jetzt rauf? Ah. Okay. Cool. Seltsames Rätsel, aber von mir aus soll das so sein. Und wir sind oben. So, komm her, Sarah. Ich mach euch zu Sau. Komm schon. Komm schon. Sarah, bleib stehen! Du willst es doch auch. So. Also noch eine. Okay. Ich höre noch eine spawnen irgendwo. Okay, hier ist ein Schalter. Hier ist ein Schalter, hier ist ein Schalter.
Mögen die Götter dir den Weg ebnen und dir beistehen. Danke. Aber wie? Huch, was ist hier? Hier ist nix. Diese Treppe, da ist eine Truhe, an die ich nicht rankomme. Da komme ich wahrscheinlich von hier ran. Hier fehlt noch ein... Da ist noch ein Schalter drin, oder? Tja. Moment, was? Aha! So macht das auch viel mehr Sinn. Da kommt man nämlich auch darüber. Loch! Hüpf! Hüpf! So, kein Problem. Truhe. Fuck. Truhe, größeres Problem, weil Springen-Taste sollte man vielleicht auch drücken beim Springen. Hilft vermutlich. So. Was haben wir hier? Ein Schlüssel? Nein, tatsächlich nur einen Fall. Interessant. Interessant. Ach, jetzt muss ich doch wieder hier nach oben. Über die Säulen drüber springen und dann geht's nach oben hin weiter. Da, wo es die ganze Zeit macht. Hi. Okay, dann lade ich halt mit Schlag auf. Dann wirst du halt gewone-shottet. Kaboom! Oh. Ach komm, ich ignoriere dich einfach. Ihr macht ja eh nichts. Irgendwo in der Ferne hört man, wie sich Knarren an die Tür öffnen. Aber bitte lass es nicht die kleine Tür ganz oben sein. Weil dann muss ich jetzt wieder rauf. Ich bringe euch trotzdem mal um. In der Hoffnung, dass ihr was droppt. Also was Besseres als Geld oder was zum Heilen. Irgendwie eine Kiste oder so öffnet. Vielleicht ist ja hier noch ein Schlüssel, den man nur kriegt, wenn man alles killt. Nur eine Theorie, keine Ahnung. Ich muss es aber ausprobieren. Nicht, dass wir hier gleich nochmal her müssen. Nein. Okay. Gut, die einzige verschlossene Tür... Ne, wir haben zwei verschlossene Türen gesehen, oder? Ich glaube, die... Ich wünschte, ich hätte aufgepasst. Ah, Mann. Na gut, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir werden es ja von hier aus so wahrscheinlich auch sehen können. Okay, weiter. Okay, hier oben ist die Tür zu. Das ist schon mal gut. Also wir müssen nicht dahin backtracken. Da können wir dann später hin. Wenn wir keine bessere Möglichkeit mehr haben. Ich schätze mal, die Tür da rechts ist jetzt offen. Es ist echt nicht so einfach, sich hier zu bewegen. Muss ich sagen. Komm, go. Okay. Oh nein, ein Schieberätsel. Ich sehe das doch. Was haben wir hier? Oh, ich verstehe schon. Okay. Okay, wir haben drei... Upsie Daisy. Das ist ja aber gar nicht so schwer, oder sehe ich das falsch? Einmal. Und jetzt hier hin. Und dann darauf. Und dann... das hier da hoch. Und jetzt die Säule hier rüber. Und dann nach oben. Und ich hier hin. Ja. Einmal. Aber wie komme ich denn jetzt... Okay, damit kann ich die Säule... nicht die Säule, die Dingens erhöhen. Wahrscheinlich reduziert das auch die Höhe da drüben. Yes. Aber was genau bringt mir das jetzt? Eigentlich nix. Ich habe noch eine Idee. Eine Idee, die ich ausprobieren möchte. Was ist denn, wenn ich... die Säule jetzt dahin schieben? Kann ich dann da drauf? Vielleicht dann hierauf? Oh. Das könnte die Lösung sein. Oder eine Lösung. Wer weiß, ob das die richtige Lösung ist. Oder ob ich hier nur unglaublich kreativ bin. Kannst du bitte springen, Alundra? Das wäre sehr von Vorteil. Das ist zu weit. Ich habe noch eine Idee. Sekunde. Was ist denn, wenn ich... Ah, es geht nicht. Da haben sie mich. Na gut, wir gucken mal nach oben. Vielleicht kann man einfach drauffallen. Die schon wieder... Die sind ein bisschen nervig hauptsächlich. Weil die machen ja auch nichts, ne? Guck mal. Die tun uns ja nichts. Diese machen nur ein...
Geräusch, das uns irgendwie nervös macht. Noch ein Schieberätsel. Ich kann es nicht fassen. So, hier rauf? Nein! Ah, damn it! Ich glaube, ich habe es schon verkackt. Deswegen gleich wieder raus. Okay, also wir können uns jetzt nicht aussuchen, wo wir hin müssen. Wir müssen diesen Schalter aktivieren. Aber was ist denn hier oben? Kann ich hier eigentlich auch so rauf? Ja. Das wird wahrscheinlich dann aufgehen, vielleicht? Geld! Okay, wir müssen gucken. Das hier bietet sich doch mal dann dahin zu schieben. Das bietet sich an, dahin zu schieben. Das kann ich hier rüberschieben. Okay, das wollte ich nur mal testen. War da ein Schalter? Ja. Bevor ich jetzt die andere Säule verschiebe, schiebe ich die hier nach oben. Und schiebe die nach rüber und die nach oben und die nach unten. Habt ihr das gesehen? Das ist ja eklig. Okay, bleibt ihr mal weg von mir. Danke. Zack. Okay, war gar nicht so schwer. Aber das hilft mir immer noch nicht, zu der Kiste zu kommen. Vielleicht ist es einfacher, wenn ich tatsächlich von der Seite rangehe. Aber da komme ich ja nicht hoch. Suboptimal, würde ich behaupten, ne? Das ist hier suboptimal. Aber was ist denn, wenn ich das hier verschiebe? Und das hier verschiebe? Und das hier nach links verschiebe? Dann haben wir einen schönen Weg hier rüber. Das könnte reichen. Nein. Das reicht hier sicher nicht? Ne, das ist zu weit weg. Ich meine, das ist ja hier. Ich will aber die Truhe haben. Muss doch eine Möglichkeit geben, da ranzukommen. Moment, das frustriert mich. Ich will das jetzt rausfinden. So ehrgeizig bin ich dann doch. Was ja offensichtlich auch keine weitere Möglichkeit gibt. Okay, welche Möglichkeiten habe ich? Ich habe... Nein! Oh mein Gott. Alundra hat einen so dicken Oberkörper. Ich habe eine Idee. Ich zeige euch meine Idee. Die Idee geht wie folgt. Zack. Du mit runter. Du darüber. Halt, nicht du darüber, sonst mache ich meinen Weg kaputt. Ach nee, ist ja Quatsch. Shit. Hilft mir auch nicht. Ist ja auch Käse, was ich hier mache. Das muss doch irgendwie hinhauen. Und wenn ich... Ne, das bringt auch nichts. Swedish. Hier ist das Ding. Bis hierhin müsste ich springen können. Ist hier nicht irgendwas anderes? Irgendeine Möglichkeit? Leute, Leute, Leute. Was ich machen könnte, was könnte ich denn noch machen? Ihr habt es wahrscheinlich schon längst in euren kleinen Köpfen gelöst. Und ich krekel hier immer noch rum. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Rüber.
hoch, nach links. Und jetzt die Säule darüber. Jetzt sind wir näher dran. Ha! Ha! Komm schon, komm schon. Komm schon! Das reicht nicht, ich glaube das nicht. Ha! Was tun? Okay, wir lassen das Rätsel mal erstmal. Vielleicht fällt mir noch was ein zwischendurch. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Und wir noch was erreichen in dieser Folge. Ich würde die Kiste auf jeden Fall gerne holen. Vielleicht kriegen wir aber auch noch ein Item dafür oder so. Das kann ja auch sein. Ich glaube allerdings nicht. Bitte wie? Wie soll ich was? Muss ich jetzt nicht einfach nur das da darüber schieben? Das da nach links schieben? Und das da nach oben schieben? Und das da nach rechts schieben? Das war's doch schon, dann komme ich hier hoch. Aber... Oh. Ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr interessante Idee. Ich habe eine interessante Idee, mit der ich glaube, voranzukommen. Was ist denn... Wenn ich... Das geht nicht. Was denn, wenn ich hier runterspringe? Wo komme ich denn da raus? Hier. Okay, weil vielleicht... Was ist denn... Was ist denn hier drüben? Was ist denn hier? Hier geht es ja offensichtlich noch weiter. Oh mein Gott, hier sind noch mehr Rätsel. Aber da komme ich nicht rüber. Und da komme ich auch nicht rüber. Da ist noch eine Kiste. Oh, das ist ein Shortcut. Das ist einfach nur ein Shortcut. Interessant. Bin ich jetzt hier runter? Ich hab, das hier ist ja schon angebrochen, ne? Ich habe überlegt, was ist denn, wenn man da drauf fällt? Ist die Bombe gerade despawned? Was ist denn, wenn man da mit hoher Geschwindigkeit drauf fällt und eine Säule draufschmeißt? Dann müsste doch was passieren. Und dadurch, dass ich jetzt noch mehr Anlauf nehmen kann, indem ich von oben falle, ist das vielleicht tatsächlich die Lösung. Ich weiß nicht, wo ich runterfallen muss. Hier vielleicht? Nein. Ich muss tatsächlich in der Mitte des Raumes runterspringen. Was jetzt leichter gesagt ist als getan, weil die Mitte des Raumes ist ja bedeckt. Also mehr hier so und dann nach oben. Nope. Ha. Vielleicht bilde ich mir auch was ein. Das wäre halt so ein typisches Alundra-Rätsel. Vielleicht so? Hä? Das reicht nicht, oder? Ich treffe nicht mal. Es ist so schwer. Wieso ist das so schwer? Ha. Es muss doch irgendeine Lösung dafür geben. Es muss doch... Eigentlich muss es das doch sein. Guck mal, hier ist sogar noch Platz. Komm, ich habe hier runter. Verzeihung, du musst dich mal gerade richtig husten. Ha. Was ist denn mit dem Maumstern? Ich glaube nicht, dass es klappt, aber nein. Autsch. Ich bin überfragt! Ich bin tatsächlich überfragt. Na gut, dann... Fuck. Das war keine Absicht. Kann man denn diese Säulen überhaupt runterschieben? Ja. Bringt aber halt nichts. Gut.
Kann ich auch genauso gut nochmal versuchen zu fallen. Komm schon! Komm. Keine Ahnung. Keinen Plan. Keinen Plan, wie das gehen soll. Ich bin immer noch davon überzeugt, da muss man was runterschmeißen, aber na gut. Oder uns selbst runterschmeißen, eher gesagt. Weil das, der Raum hier, der ist schon verdammt einfach. Das ist ein bisschen zu einfach. Hier muss es ja noch was anderes geben. Ich bin fast davon überzeugt. Oh, natürlich. Wenn ich hier runterfall? Wo komme ich denn an? Hier. Okay, ja, ich gehe ja schon. Ich gehe jetzt noch in den nächsten Raum. Ist ja gut. Vielleicht fällt mir ja heute bei der Arbeit was ein, was ich machen kann. Dann kann ich das nach der Arbeit noch erledigen. Hier in dem Spiel natürlich. Aber... Hallo? Renn! Keine Ahnung. Irgendeine Lösung wird es bestimmt dafür geben. Ha. Huh. Ups. Okay, hier ist ein gigantisches Rätsel. Ha. Huh. Okay. Gut, damit befasse ich mich aber danach der Arbeit. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr wisst, wie man dieses Rätsel löst, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link, dort gibt es die gesamte Playlist zu Alundra. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link, dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago, ich sag noch einmal vielen Dank fürs Zusehen, vergesst nicht euren Wuffel zu füttern und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!